Hallo liebe RaumkapselbenutzerInnen, in diesem Video möchte ich euch eine Software vorstellen, mit der ihr direkt auf eurem Linux-System hostbasierte Werbung blockieren könnt. Ich habe euch hier schon einige Projekte vorgestellt, wie zum Beispiel eBlocker, was in eurem gesamten Netzwerk die Werbung ausschaltet, oder auch kürzlich die Lösung Portmaster, mit der ihr eine lokale Firewall und zusätzlichen Schutz gegen Werbung und Spionageaktionen habt. Mit der heutigen Lösung möchte ich euch ein System vorstellen, das ganz einfach funktioniert. Doch dazu möchte ich euch vorab erstmal erklären, wie denn sowas unter Linux überhaupt geht. Wir haben unter Linux verschiedene Möglichkeiten, Namen aufzulösen. Das können wir einfach mal anschauen, wie das geht. Und zwar wird das gesteuert über die Datei etc/ns/switch. Die schauen wir uns mal an. cat/etc/ns/switch.conf. Und hier sehen wir, wie hier zum Beispiel Hosts aufgelöst werden. Und zwar steht hier als allererstes mal Files. Und mit Files meint das System die Datei etc/hosts. Und hier steht dann mdns4-minimal. MDNS4-minimal steht für Avahi und das ist eine dynamische Namensauflösung bei dir im Netzwerk, die in der Regel mit der Domain.local funktioniert. Hier haben wir dann einen Return-Wert und am Schluss erst fragt er per DNS die eingetragenen Nameserver an. Und die eingetragenen Nameserver werden in der Regel in der Datei etc/resolve.conf definiert. Hier sehen wir auch zum Beispiel, dass als Domain-Suffix, wenn er einen Host nicht kennt, immer diese Domain angehängt wird. Das ist jetzt bei mir mein Router, der hat die Domain yallo.box. Und hier wird der Name-Server angegeben, der ist automatisch per DHCP bezogen worden und das ist auch die IP-Adresse von meinem Router, die ihr hier seht. Also das Ganze können wir jetzt mal prüfen, indem wir jetzt mal zum Beispiel mit cat in diese etc/hosts-Datei reinschauen. Hier sehe ich jetzt nur, dass hier mein Host, nämlich Starship, einmal definiert worden ist. Und dann könnte ich den jetzt mal abfragen. Und zwar kann ich das mit dem Befehl get end hosts und dann Starship. Hier sagt er mir dann genau die Adresse, die hier auch in meiner Host-Datei angetragen ist. Und das ist meine Loopback-Adresse und die kann ich hier nur lokal aufrufen. Wenn ich die jetzt zum Beispiel mit einem Name-Server abfragen möchte, dann könnte ich jetzt zum Beispiel den Befehl dig oder ns-lookup verwenden. Und wenn ich jetzt ns-lookup Starship eingebe, dann sehe ich, dann antwortet hier mein Router, das ist der Server hier, 192.168.1.1. Und hier bekomme ich jetzt meine externe Adresse, nicht nur meine Localhost-Adresse, sondern die Adresse, die auch mein Router kennt. Die kann ich mit IPAS auch anschauen. Und da sehe ich jetzt hier meine Adresse, die ich jetzt hier auf meinem Interface habe. So funktioniert das grundsätzlich und was wir hier mit diesem Werbeblocker, der heißt übrigens HostD, machen möchten, ist, dass wir diese Anfragen, diese Namensanfragen umlenken und zwar ins Nirvana, wenn es sich um einen Host, also ein Server im Internet handelt, der Werbung ausliefert. Und da gibt es dieses tolle Projekt, das findet ihr hier auf der Webseite 4st.ly unter Projects und dann findet ihr hier den Link zu HostD und der geht dann hier auf GitHub. Und dort findet ihr auch die entsprechende Anleitung zur Installation. Hier scrolle ich ein bisschen weiter runter und wir brauchen hier Curl, AWK und Contab. Unter meiner Linux-Distribution SpaceFun ist das natürlich alles schon vorinstalliert. Hier steht ansonsten nochmal, wie du das auf verschiedenen Distros nachinstallieren kannst. Hier für Ubuntu, Minpop, Debian, Arch, Manjaro und so weiter. Und jetzt können wir mit der eigentlichen Installation von HostD beginnen. Und zwar geht es hier mit diesem Install-Skript. Ich führe das mal aus, curl-l, dann diese URL, pipe-sh, gibt das weiter an die Shell. Installing HostD. Er möchte das jetzt System bald installieren, fragt mich natürlich jetzt hier nach meinem Passwort. Do you want to automatically update your hosts file with the latest add lists? Ja, möchten wir natürlich machen, sonst bringt uns das Ganze natürlich nichts. Und jetzt kann ich noch sagen, wie oft möchte ich das, wenn ich es automatisch machen möchte. Und ich würde jetzt mal sagen daily, also jeden Tag. Du könntest auch sagen weekly, monthly oder never für nie.
Jetzt ist er schon fertig und jetzt könnten wir noch mal schauen, ob er schon hier irgendwas in die ETC Host geschrieben hat. Da hat er bisher jetzt noch nichts gemacht. Er würde jetzt also auf den ersten Run warten. Jetzt führen wir mal hier sudo hosty aus. Jetzt downloadet er diese ganzen Listen, Blacklist, Whitelist, und jetzt kommen diese ganzen Blocklisten, die ich zum Beispiel auch auf meinem Adblocker für Ubuntu Touch, der heißt uAdblockNG, auch verwende. Und hier werden jetzt diese ganzen Listen erstellt und jetzt hat er hier schon so viele Seiten geblockt und die finde ich jetzt alle in meiner etc-host-Datei. Ich könnte die auch recovern, wenn ihr jetzt merkt, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr, das Tool, das möchte ich wieder deinstallieren, dann könnt ihr einfach hosty-r oder --restore eingeben und dann stellt er die Original-ETC-Hosts wieder her. Wenn ich mir jetzt nämlich die ETC-Hosts angucken würde, dann ist die auf einmal ganz, ganz, ganz lang. Und ihr seht, ihr lenkt hier all diese URLs eben mit 0.0.0.0 ins Nirvana. Die hätten normalerweise natürlich über DNS richtige IP-Adressen und wir sagen aber einfach, nee, die rufen wir gar nicht ab, die bedienen wir gar nicht. Und so haben wir hiermit dann natürlich schon einen systemweiten Adblocker erreicht. Sowas Ähnliches kannst du zum Beispiel, wie eingangs erwähnt, auch mit dem E-Blocker machen. Oder sehr beliebt ist auch P-Hole. Das ist auch in der Community sehr verbreitet. Und das kannst du dir auf jeden Fall auch mal anschauen. Und hier kannst du auch zum Beispiel noch eigene Einträge definieren. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, oh, da wird irgendwas geblockt, was ich jetzt zum Beispiel lieber freigeschaltet haben möchte, dann kannst du das definieren oder freischalten. In der Blacklist definierst du Dinge, die nicht geblockt werden, die du aber gerne geblockt haben möchtest. Oder halt in der Whitelist könntest du eigene Domains angeben, die du halt von dem Blocking ausgenommen haben möchtest. Diese müsstest du neu erstellen, zum Beispiel mit Nano kannst du die erstellen. Ich könnte das jetzt mal machen. etc hosty whitelist. Ich glaube, das Verzeichnis gibt es noch gar nicht. Ich sage jetzt also mal cut etc hosty. Das gibt es noch nicht. Also ich würde jetzt hier sagen sudo mkdir -p slash etc hosty. Und dann könnte ich jetzt hier diese Datei etc hosty whitelist zum Beispiel mit Nano erstellen. Nano etc hosty whitelist. Und da könnt ihr zum Beispiel spacefun.ch eintragen, was natürlich nicht geblockt wird, und Ctrl-X und speichern. Jetzt habe ich damit schon einen systemweiten Adblocker definiert, den ihr so ohne weiteres auf eurem Linux-System nutzen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß, das wirklich mal auszuprobieren. Ist es wirklich sehr einfach in der Installation und ihr könnt mal schauen, wie gut das zusätzlich Werbung wegfiltert. Das ist eine ganz einfache Lösung, die wirklich auf Systemebene funktioniert. Nicht so wie Portmaster. Portmaster geht in die Applikation rein. Wenn ihr mehr wollt, wenn ihr auf Applikationslevel filtern möchtet, dann schaut euch unbedingt den Portmaster an. Ansonsten ist das wirklich ein einfacher und sehr effektiver Schutz vor Werbung auf deinem Linux-System. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Falls du irgendwelche Fragen hast oder irgendwo nicht weiterkommst, dann besuche auch unsere Telegram-Community. Die findest du hier auf spacefun.ch. Dort findest du übrigens auch meine Linux-Distribution. Die heißt Spacefun. Die arbeitet hier auch. Und dann kannst du hier oben einfach auf Telegram klicken und dann bist du schon bei uns in der Community drin. Und dort helfen wir dir natürlich gerne weiter, falls du irgendwelche Fragen hast oder dich einfach nur mit netten Leuten über Linux und freie Software austauschen möchtest. Ich freue mich auf deinen Besuch. Bis bald und tschüss.